Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 1954 Azkaban. Ja, wir sind ja hier in der letzten Folge eingestiegen. Und jetzt gucken wir uns das Zimmer mal an, was wir hier so machen können. Oh, Kühlschrank. Wir gucken uns das hier mal an. Seit wie vielen Wochen tippt er schon? Und wie lange hat er schon nicht gebadet? Keine Ahnung. Ich nehme mir mal so 300 Seiten. Haben wir uns jetzt wirklich 300 Seiten mitgenommen? Und das Skripts. Aha. Meine Freundin vom Buchladen würde dafür über Leichen gehen. Bestimmt würde sie eine Menge dafür hinblättern. Okay. Was haben wir denn noch so? Pillen und Kapseln. Aufputschmittel, um ihn wach zu halten. AM Plus. Davon habe ich noch nie was gehört. Ich auch nicht. Sie sind leer. Okay. Auf unserer Flucht werde ich ganz viel lesen. Das hier wird doch schon lange nicht mehr gedruckt. Ich leih es mir mal aus. Der merkt noch gar nichts, ne? Zen-Koans und buddhistische Philosophie. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Ein weiterer Grund, warum ich so hibbelig bin. Okay. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Ein weiterer Grund, warum ich so hibbelig bin. Okay, was haben wir hier noch so? Was sind wir noch da? Oh, jetzt habe ich den... Keine Bewegung. Was? Ich habe dir meine Lebensgeschichte erzählt. Und du traust mir noch immer nicht? Ich traue nur meinen eigenen Geschichten. Das ist der Kühlschrank meines Mannes. Wahrscheinlich. Dann weißt du wahrscheinlich auch die Losung. Losung? Joe sagte, ich soll nur Leute an den Kühlschrank lassen, die seine Losung kennen. Okay. Mundharkehr. Kritzes ist die wunderbare Version, die ich hier getroffen habe. Piblio? Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was da draußen los ist. Ich mache eben das Mikro aus. Und sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was der Hund hatte da. So, draußen habe ich jedenfalls nichts gesehen. So. Christine ist die wunderbare Person, die ich hier getroffen habe. Oder Fidelio. Fidelio? Joe liebt Beethoven. Ich finde den alten Ludwig ziemlich überbewertet. Tut mir leid für dich. Finger weg von dem Kühlschrank oder das war's für dich. Ich brauch wohl Joes Losung. Yep. Die Waffe war auch im Gut, ne? Erst unter den Tisch, dann lag sie da und dann war sie weg. Irgendein Frankenstein hat zwei Kühlschränke zusammengenäht. Okay, was haben wir noch hier sonst so? Ach da. Das hatten wir. Das hatten wir glaube ich noch nicht, ne? Nee. Tahiti? Wunderschön. Ich wünschte, ich könnte einfach reinspringen und verschwinden. Aber die Realität hält noch einige Aufgaben für mich bereit. Karte des Staaten. Okay. Route 66. Vielleicht werden Joe und ich sie eines Tages fahren. Was sag ich da? Wir werden den Rest unseres Lebens auf der Flucht sein. Okay. Das wäre eine tolle Reise. Leider hatte ich nie die Zeit oder das Geld. Was ist das hier? Zielscheibe. Nicht schlecht für einen Hobbyschützen. Es ist nicht mehr viel von ihm übrig.
Okay, was hatten wir denn noch so? Das hatten wir, das hatten wir, das haben wir jetzt. Schreibmaschine, das, das und dann geht's raus. Okay, zack, sitze. Eine alte Remington? Ist seine Pistole nicht auch eine alte Remington? Wenn ich sie anfasse, wird er mich garantiert erschießen. Wie sollen wir eigentlich da rauskommen, wenn da unten Stock ist? Haben wir denn irgendwas? Nein. Darin ist ein Stempel von meinem Lieblingsbuchladen, den Lower Dabs. Wahrscheinlich okay. Hat es jemand gestohlen. V-Schlüssel. Funko. Also wenn wir... Das muss Evan Campfield sein. Der berühmte Autor. Alle dachten, er wäre tot. Oder in Mexiko. Okay, wir gucken mal, ob der noch was zu sagen hat. Kannst du gerade reden? Sicher. Spiel deine Harfe, Muse. Hab das Gefühl, es besteht ein Zusammenhang zwischen meinem Mann und dem Kühlschrank und dir. Das hört sich interessant an. Wegen meiner Geschichte, lass uns mal zur Abwechslung von dir reden. Naja, bis später. Okay. Ich habe das Gefühl, es besteht ein Zusammenhang zwischen meinem Mann, diesem Kühlschrank und dir. Was hat es mit dem Kühlschrank auf sich? Kennst du meinen Mann? Kennst du meinen Mann? Nein. Er hat viel erzählt, aber eine Menge für sich behalten. Vielleicht kennt ihn niemand. Wie oft war er hier? Oft. Meist nachdem er in der Gasse Autos repariert hat. Wir tranken, er erzählte, ich schrieb. Warum wusste ich davon nichts? Tja, das ist eine gute Frage. Was hat es mit dem Kühlschrank auf sich? Wer weiß? Ich schreibe nur und bewache seinen Inhalt. Hat er von seinem Überfall erzählt? Mir hat er nämlich überhaupt nichts davon erzählt. In Fragmenten. Er wollte eine Werkstatt eröffnen und brauchte Geld. Ich sagte, er sollte es lassen. Er würde sich nur unnötig binden. Okay, Hast du mitgeschrieben, was Joe erzählt hat? Ja, steht alles am Anfang der Rolle. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich lesen will. Der Sex macht mich manchmal fertig. Ich hoffe, sie bekommt nicht irgendwann einen Herzinfarkt. Wir müssen nur alleine sein und schon bespringen wir uns wie wilde Tiere. Wir sitzen im Café und ich sage irgendwas oder streiche ihr über den Arm und im nächsten Moment zerrt sie mich schon nach Hause. Manchmal schaffen wir es noch nicht einmal durch die Tür. Gott, erzähl ihm nur alles. Okay, ich lass dich erstmal vom Haken. Fürs Erste. Genau, lass uns mal. Lass uns mal zur Abwechslung von dir reden. Schreibst du alles mit, was ich dir sage? Ja, darf nicht schlafen, bis ich den Roman fertig habe. Wie lange bist du schon hier? Unwichtig. Das einzig Wichtige ist meine Arbeit. Ich brauche eine Million Wörter, nicht eins weniger. Eine Million. Und wie viel hat er jetzt schon? Wie bist du hierher gekommen? Bin da zu Hause, wo keiner wohnt. Joe brauchte einen Wachmann. Und ich brauchte Strom. Passt zusammen. Das Kapitel ist abgeschlossen. Machen wir weiter im Text. Wie ein Gedicht für meine Magazin? Bekomme ich ein Gedicht für mein Magazin? Nimm, was immer dich berührt. Okay. Warum hasst ihr Beat-Autoren Frauen so? Ich liebe Frauen, aber ihr taugt einfach nicht als Protagonisten. Okay. Ich hab genug gehört. Wegen der Geschichte. Naja, bis später. Versuch niemanden zu erschießen. Und schreib mir ein bittersüßes Finale. Okay, da können wir nicht wieder raus. Wir müssen jetzt hier rausgehen. Das wird jetzt eine Weile dauern. Aha, okay.
Aber so lange hat das jetzt noch nicht gedauert, aber naja. Also wenn wir jetzt dann noch wieder hingehen. Ach, dann sind wir gleich hier drin, ne? Okay, gut. Das wusste ich nicht. Brauchen wir irgendwie das so ein Passwort? Wo steht das? Brief des Gefängnisdirektors? Dieser Brief gibt mir die Berechtigung, Joe einmal im Monat zu besuchen. Der ist vom Gefängnisdirektor unterschrieben. Was sagt sie jetzt dazu? Joes Plan für einen Safe, würde ich sagen. Steht aber nicht drauf, wo der Safe eigentlich ist. Hier steht, die Schlüssel sind bei Bernadette, Viv und Sutter. Ich wünschte, er würde Bernadette aus solchen Sachen raushalten. Vivian ist wahrscheinlich gerade zu Hause und fragt sich, wann ich mit der Miete rankomme. Sutter hängt normalerweise im Café rum. Genau wie Bernadette. Haben wir hört sich jetzt kommt schon. Oh nein, ja. Ja, wechseln wir mal vielleicht die Person. Und sehen, ob wir da drüben was machen können. Bei Joe. Das ist ja jetzt nicht viel. Ich komme hier nur raus, wenn Mason eine Genehmigung vom Gefängnisdirektor bekommt. Okay. Bei Reparaturen letztes Jahr habe ich das Waschbecken und die Toilette ausgebaut. Mal sehen. Was macht er da jetzt? Fest verbaut. Okay. Ein Gitter. Es ist mit der Zelle unter mir verbunden. Hallo, ist jemand da unten? Nein. Scheint gerade niemand da zu sein. Okay, hier ist nochmal ein Gitter. Ein Lüftungsschacht. Hey, ist da jemand? Wer ist da? Ich bin's, Joe. Hier spricht der Lizard. Okay. Hältst du durch? Hältst du durch? Okay, wie oft überprüfen Sie die... Wie oft überprüfen Sie die Isolationszellen? Alle 2 bis 3 Stunden. Genau wie überall sonst. Willst hier weg? Vielleicht. Wirf deinen persönlichen Kram ins Wasser und warte, bis er irgendwo angespült wird. Fotos und so. Sie werden denken, du bist der Drogen. Oh, gute Idee. Was machst du, wenn sie Kopf für Kopf dich zählen? Wie bekomme ich den Wachtümer? Was machst du, wenn sie Kopf für Kopf durchzählen? Ich schneide meinen ab und lege ihn aufs Kissen. Okay. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Was bringt das, den Kopf aufzustellen? Ja, dann brauchst du auch nicht mehr Pflichten. Wie komme ich an den Wachtürmen vorbei? Finde heraus, wer Schicht hat und ob er Familie auf der Insel hat. Dann nimm seine Frau als Geisel. Keine Partner. Ich zieh das allein durch. Okay. Ist das Schwimmen gefährlich? Ist das Schwimmen gefährlich? Nimm dich vor dem Geist von Alcatraz in Acht. Du glaubst an Geister? Ich habe ihn selbst gesehen. Einen Soldaten mit Knaststreifen. Er wird versuchen, dich zu erwürgen. Bestimmt. Gespräch beenden? Lass dich nicht kleinkriegen. Okay. Zu eng, um rauszuklettern. So, ich hab da jetzt irgendwas gekriegt. Ich möchte sie nicht kaputt machen. Sie zieht die schlechte Luft raus. Der ganze Raum stinkt nach Schweiß und Urin. Okay, aber was haben wir jetzt da gekriegt? Fluchtplan des
Lizards. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Keine schlechte Idee. Aber ich behalte meinen Kopf lieber. Mhm, okay. Der Lizard sagte, dass er keine schlechte... Ja, sehr gut. Geht das? Das braucht keinen Pfannkuchen. Das braucht keinen Pfannkuchen. Okay. Ich komme hier nur raus, wenn Mason eine Genehmigung vom Gefängnisdirektor bekommt. Mason? Wer ist denn Mason noch gewesen? Mhm, okay. Das wäre Verschwendung. Okay, das wäre Verschwendung. Zweite. Das wäre Verschwendung. Muss nicht sein. Okay. Ja, muss nicht sein, kann aber. Das passt nicht zusammen. Das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Hä, wie? Das führt zu nichts. Natürlich, wenn du das da durchschneidest, dann hast du kleinere Teile. Das kriege ich nicht zusammen. Den würde ich nur abnehmen, wenn ich in echten Schwierigkeiten wäre. Das wird nicht klappen. Okay, dann müssen wir wieder irgendwie mit ihr was dazu gerne machen, weil da kommen wir nicht raus, würde ich sagen. Wenn ich schade war, naja. Da ist nichts mehr. Okay, wir brauchen ja jetzt... Einige Gemälde von mir und Bernadette. Seit Joe weg ist, habe ich keine Zeit mehr zu malen. Alte Ausgaben lokaler Lyrik-Magazine. Sie halten sich nie lange. Wir brauchen irgendwie das Passwort. Oh, ich würde liebend gerne versacken und nur noch lesen. Aber ich muss die Beute finden, bevor Mickey es tut. Nichts drin, was mich weiterbringt. Wild zusammengewürfelte Unterwäsche. Okay. Keine Zeit, mich gehen zu lassen. Ich habe Dinge zu erledigen. Oh, nochmal doof. Steig also Platte. Ich wüsste nicht, wie das zusammengehen sollte. Das ist eine Schallplatte. Klavier. Die Gang. Es ist zu groß, um es mit mir herumzuschleppen. Der Flyer für meine Poetry Party. Okay. Was könnten wir denn nochmal machen? Das ist der Ball, das. Brauche Koffein. Muss wach werden. Ja, schlafen willst du ja nicht. Ach, die ist aber auch nur am Meckern, oder? Hey, Leute. Hey. Aha. Mir fällt gerade was ein, aber ich sehe gerade, wir haben schon 19 Minuten. Ja, und das, was mir gerade eingefallen ist, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann ein und ihr hattet jetzt auch Spaß. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.